Hi Friends, willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Nochmal YouTube-Video. Ich dachte mir, ich starte das Ganze mit einem Glow-Up. Ich habe hier eine Checkliste. Step 1, Nägel machen. Das sind meine aktuellen Nägel und die sind rausgewachsen. Und hier habe ich einen Schmetterling verloren. Wir haben jetzt 23.54 Uhr und morgen früh habe ich meinen Nagelstudio-Termin. Und da nehme ich euch mit. Gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Planänderung. Wir haben nicht mehr morgen, wir haben 15.30 Uhr. Mein Nagelstudio-Termin wurde verschoben, denn meine Nagelstudio-Frau ist krank. But I'm not mad about it, because... Wieso rede ich Englisch? Ich habe 2 Stunden geschlafen und ich war eigentlich richtig erleichtert, als ich die Nachricht gesehen habe. Gute Besserung. Jetzt bekomme ich leider keine Valentinstagsnägel, aber das lassen wir uns nicht. So professional. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zusammen einkaufen, dann machen wir uns einen Eiskaffee, machen uns Gesichtsmasken, Selfcare, dies, das, bestellen Essen. Ich bin wieder wach. I'm a mess right now. Aber das gehört zum Glow-Up. Bevor es besser wird, wird es immer erstmal schlimmer. Ich dachte, so als neuer Step auf meiner To-Do-Liste möchte ich weniger Zeit am Handy verbringen. Denn meine Screentime ist erschreckend. 10 Stunden. Ich glaube, ich habe da vielleicht ein Problem, denn ich gehe sogar mit meinem Handy aufs Klo. Also habe ich versucht, den gestrigen Tag weniger am Handy zu verbringen. Ja, und dann habe ich eben was gebastelt. Guckt es euch bitte an. Kreativ, oder? Nee, ich finde es so hässlich. Und ich würde sagen, ich gehe erstmal duschen, denn ich war irgendwie seit 5 Tagen nicht mehr duschen. Das trage ich. Ohne Spaß, seit 2 Wochen. Bin ich eklig? Ja. I'm not gonna lie, ich fühle mich 10.000 Mal besser. Ich war jetzt duschen, habe meine Beine rasiert, habe mein Gesicht gewaschen, habe mein Gesicht eingecremt. And I feel like a newborn. Ich besitze nicht wirklich Self-Care-Artikel. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist diese Hyaluron-Tuchmaske. Und die werde ich jetzt verwenden. Die riecht sehr interessant. Nicht schlecht, nicht besonders gut. Ich weiß nicht, helfen solche Masken überhaupt irgendwas? Was soll die bringen? Ich glaube, Feuchtigkeit. Ich fühle mich sehr gorgeous. Und ich glaube, jetzt kann man sich eigentlich nur noch entspannen. Also entspannen wir uns. Ich habe eine Idee. Was ist besser als Eyepatches der Natur? Gurken? Ja, ich glaube nichts, oder? Sehr entspannend. Ihr könnt mir jetzt zusehen, wie ich entspanne. Viel Spaß. 20 Minuten sind um. Lecker. Schmeckt nach Gesichtsmaske. Wir befinden uns jetzt in meiner sehr aufgeräumten Küche. Ich habe alles dahin, dass ihr das nicht seht. Und ich werde mir jetzt einfach einen Eiskaffee selber machen. Let's go. Hierfür habe ich mir so Crushed Eis gekauft. Das ist eigentlich die dümmste Idee, das dümmste, was man machen kann. Aber ich habe keine Eiswürfelform. Great. Taste test. Disgusting. Guys, wie wir alle wissen, sehe ich aus wie eine super attraktive und verführerische Version von Dora. Und das geht so nicht. Es gibt nur die einzig wahre und das bin leider nicht ich. Ich wünschte, ich wäre es, aber ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Damit kann ich nicht leben und deswegen wird mir heute der ganze Kopf blondiert. Ich bin gespannt. Und ich bin gespannt. Das sind meine Haare, wie man offensichtlich sehr unschwer erkennen kann, wenn man 2 Augen im Kopf hat. Oder 1. Ich zeig's euch mal. Die sind mega fettig, also der Friseur wird sich freuen. What the fuck? Ich sehe irgendwie nicht mehr aus wie Dora. Mittlerweile sehe ich aus wie von The Ring. Sprachen lernen, Bubble. Selbst geschnitten. Ich glaube, das sieht man auch. Yeah. It needs a little spice. Hier Ansatz, das ist alles meine Naturhaarfarbe. Irgendwann hier werden sie so rot, da habe ich mal mit Schwarz drüber gefärbt, aber ich habe meine Haare so oft gefärbt früher und ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe meine Haare mittlerweile seit 1,5 Jahren nicht mehr angefasst. Naja, ich habe sie geschnitten und das sieht aus wie ein
Chaos. Aber ich habe sie nicht mehr gefärbt, denn ich wollte gesunde Haare und das wird heute geändert, weil, wie gesagt, ich bekomme den ganzen Kopf blondiert. Great! Fahren wir jetzt einfach mal zum Friseur und hoffen, dass der uns retten kann. Leute, ja, ich habe meine Hose nicht richtig an. Seid ihr bereit? Oh mein Gott. Ich sehe aus wie ein Wifi. Ich sehe irgendwie viel älter aus, aber not bad. Oh my gosh. Ratet gerne jetzt mal in den Kommentaren, wie lange denkt ihr, hat das gedauert? Denn ich sag's euch, das was a process. Ich sag's euch jetzt. Ich hoffe, ihr habt in die Kommentare geschrieben. Das hat, denke ich, ich weiß gar nicht, 8 Stunden gedauert. Und ich sage euch jetzt, wo ich beim Friseur war, falls jemand von euch da auch hingehen möchte, falls ihr aussehen wollt wie ich. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Friseur Fontaine de Juvens. Das war, glaube ich, komplett falsch. Ja, und ich würde sagen, unser Glow-Up-Diary ist hiermit vollendet. Ich habe mich noch ein bisschen geschminkt und mir ist klar, das ist nicht so ein richtiges Glow-Up. Auf die inneren Werte kommt es an. Das ergibt halt gar keinen Sinn. Ich würde sagen, das war ein Erfolg. Vielen Dank, wenn ihr bis hierher geschaut habt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr für Videos von mir in der Zukunft sehen wollt. Und ihr könnt sehr gerne bei mir auf Insta vorbeischauen und TikTok. Da heiße ich Aloha Layla. Ja, bis zum nächsten Mal. Das war cringe. Bis zum nächsten Mal. Okay, wie geht es aus?